Gib. Da war aber mit Sicherheit mehr als ein bisschen. Packt er das nicht. So. Wir haben so eine hohe Arbeitslosenquote. Und wenn ich den Händler hole, gibt er mir sowieso wieder einen Hämmer. Wir brauchen jetzt einfach aktuell Bogenschützen. So ein bisschen Geld. So ein bisschen Geld. Boah, ich muss jetzt ernsthaft selber die Hirsche holen gehen, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich zu schnell zu sehr erweitern möchte. Und zu wenige Bogenschützen einstelle. Oder dass meine Bogenschützen einfach scheiße sind. Und einfach nicht gebacken kriegen. Oder dass es normal ist. Aber ich brauche auf jeden Fall Geld. Und es bringt mir nichts, wenn meine Dödel hier so langsam rumdödeln. Denn der nächste Blutmond kommt bestimmt. Ich brauche die Farm. Ohne Scheiß, ich brauche diese Drecksfarm. Haben sie mir eigentlich kaputt gemacht? Nee, die Farm lebt noch. Gott sei Dank. Hast du ein bisschen Geld? Die eigentlich irgendjemand ein bisschen... Und wenn ihr den nicht von 5 Metern oder 50 Metern abknallen würdet, du hast aber Geld. Ja, achso, immer ein bisschen. Damit kann ich schon mal... Brigitte, gib mal her jetzt! Damit kann ich schon mal 2 weitere Bögen kaufen. Weil ich habe immer noch zu viele Arbeitslose. Das geht mir so ein bisschen auf die Nerven. So, die. Und ich würde mir jetzt trotzdem noch gerne... Wo düst sie denn jetzt überhaupt hin? Euch kann ich gebrauchen. Ich weiß, langsam kommen die Monster jetzt wieder. Ich glaube, ich habe links meine Barrikade nur einmal errichtet. Meine Fresse, was soll ich machen? Solange wir genug Bogenschützen haben, die auch mal links verteidigen würden, kämen wir, glaube ich, hier halbwegs gut durch. Gott! Wenn ich Tag 7 erledigt habe. Okay, hier ist eine Barrikade. Hier kommen schon die Nächsten. Habt ihr irgendwas gefangen? Natürlich nicht. Ich bin ja eigentlich nicht anders als bei meinem ersten Run. Na gut, ich habe mich auch in Tag 6 ein bisschen weit vorgewagt, ohne dass ich laufen konnte. Also ich habe mich quasi selber erledigt, weil... Die 5 würde das ja eigentlich auch schon halbwegs okay hinkriegen. Schätzungsweise. So, überlegen. Was mache ich jetzt? Ich muss einfach auf den Händler hoffen, dass er mir diese scheiß Scissors gibt. Diese Scythers heißen die ja eigentlich, diese Sicheln. For fuck's sake. Weil ich habe hier so dezent ein paar Arbeitslose rumdödeln, so Tag 7. Tu mal ein bisschen Geld. Ich brauche Money. Ich hole mir ein paar Arbeitslose und dann frage ich den Händler, ob der mir mal endlich mal was Richtiges geben kann. Weil ich brauche jetzt, ich brauche einfach viel Geld jetzt. Wieso kriege ich keine Schatztruhe? Wollt ihr mich verarschen? Ich brauche Geld. Da steht immer eine Schatztruhe am Anfang. Das ist unfair. Das ist einfach fies, was ihr macht. Oder ist das noch nicht vorbei? Tag 7 ist doch quasi schon angebrochen. Ich verstehe das nicht. Freunde, was soll das? Ach ja, übrigens nebenbei, für Leute, die es interessiert. Das ist Tag 7 und ich bin am Verkacken. Nein, Spaß. Nee, ich hatte vorher, wegen der Handygeschichte, die ich eingangs erzählt hatte, ich hatte einen Samsung Galaxy S2 Plus, mit dem ich eigentlich recht zufrieden war. Ich bin, was Handys angeht, eine große Samsung-Schlampe. Ich musste für die 2 oder die... Ich glaube, jetzt ist der nächste Tag angebrochen, offiziell. Ich musste für die 2 Tage oder 3 Tage, die ich gar kein Handy hatte, auf mein Arbeitshandy zurückgreifen, was ein iPhone 4S ist. Und ich bin absolut kein Fan von Apple. Absolut nicht. So, Leute kaufen und Händler herbeischicken. Das sind so die wichtigen Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall machen muss. Oh, guck mal, da wartet er schon. Boah, wenn du mir jetzt nichts Richtiges gibst, ne? Boah, ich schwöre dir, ich raste aus. Du hast mir 2-mal Hämmer gegeben. Ich habe mehr als genug Baumeister gerade. Deswegen werde ich jetzt... Ja gut, die Jäger können auch nur so viel jagen, wie sie jagen können. Aber ich habe einfach kein Geld mehr dafür. Ich bin jetzt echt darauf angewiesen, was der Händler mir gibt. Weil ich kann mir... Ich hätte jetzt für 6... Hätte ich mir... eine holen können. Wenn ich Schwein habe, gibt er mir 4. Direkt. Händler, komm. Komm. Sei mein Brö. Sei mein Brö. Gib mir hier was. Guck mal, ich gehe auch weg. Ich sehe das gar nicht. Oh, yeah, boy. Soldier boy, you gave me all. Why you cranky? Why me raw? Richtig gut. Ein bisschen neblig hier. So, ich würde meine Verteidigung gerne links verstärken. Kann ich aber vermutlich nicht, weil ich die Hauptbude noch nicht aufgerüstet habe. Ich werde aber jetzt nicht nach links laufen, weil ich habe so das dezente Gefühl, dass mir das aktuell nichts bringt. Und rechts kann ich mir relativ zügig 4 Leute holen. Deswegen bringt es mir nichts, nach links zu laufen.
könnt ihr auf der Farm arbeiten, Freunde? Weil wenn ja, fände ich es mal dezent gut, wenn ihr das tun würdet. Ich weiß, ich habe keine Verteidigung da, aber halt's Maul. Ich könnte hier eine hinbauen. Mach ich morgen. Ich hoffe jetzt einfach, dass sie hier in Ruhe arbeiten können. Jetzt kriegt mein Baumeister nicht hin und dann ziehen die nach links, haben nur so eine Popelverteidigung. Dann bringt mir das nichts. Aber ich glaube, ich brauche auch wieder Baumeister. Oder? Hier habe ich zwei. Ich glaube, einer kann nicht schaden. Vor allem der Dödel macht ja gerade sowieso nichts anderes. Dann habe ich hier noch einen rumdödeln. Ja, komm. Der nächste wird Archer. Hier ein bisschen Geld? Ne, natürlich nicht so. Okay, beim nächsten Geld würde ich ganz gerne links die Farm erweitern, damit meine vier Leute da so ein bisschen dran arbeiten können. Obwohl, ich würde ganz gerne eigentlich erst die Barrikade errichten. Ja, Barrikade errichten ist eine gute Idee. Das frustet mich gerade so ein bisschen. Wisst ihr das? Hab ich noch Geld? Boah, meine beiden Dödel dödeln jetzt gerade. Gut, ich kann einfach rechts laufen, mir andere holen. Ihr kommt ein bisschen spät, wenn ihr das Katapult machen wollt. So, dich, mein Junior. Nehme ich mir direkt mal. Ich muss diese scheiß Barrikade jetzt hier hinbauen. Da komme ich nicht drum rum. Ansonsten brauche ich gar nicht erst versuchen, dahin zu gehen. So, der dödelt dahin. Aber ich hätte ganz gerne, wenn ich ehrlich bin, noch einen. Ich weiß, der ist teuer. Aber ich weiß, es lohnt sich. Mit den drei restlichen werde ich jetzt die Barrikade da hinten errichten. Und ich merke schon, dass wir wieder Overtime haben, wie sonst was. Aber ich will diese Farm zum Laufen kriegen. So. Weil der Dude kann hier ganz gut arbeiten. Hier. Das läuft jetzt so. Ach, die können die auch erschlagen. Cool. Oder auf jeden Fall einsammeln die Kohle, die gekriegt haben. Was machst du hier eigentlich? Geh dir mal Arbeit holen. Ich habe, glaube ich, noch einen Bogen hier rumfliegen. Ne, habe ich nicht. Also Geld könnt ihr auf jeden Fall gebrauchen. Ich gehe jetzt einfach mal hier rechts meine ganzen Dödel fragen. Dir Geld. Ihr Geld. Hast du Geld? Boah, ich bin die ärmste Prinzessin oder Königin, die jemals gelebt hat. Ich sage immer Prinzessin, weil ich das Gefühl habe, es ist so ihre Tochter, die so überlebt hat. Ja, seid einfach mal Bürger meiner Stadt hier. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch diese Nacht. Gib her. Ja, die ziehen auf jeden Fall hiermit weiter. Ich kann das leider nicht weiter erweitern. Als nächstes würde ich ganz gerne die Farm upgraden. Weil die bauen ja jetzt hier Felder an. Und die können die dann abarbeiten und dann gibt's, glaube ich, was für drei. Ach so, hinten, da kann ich einen Turm hinbauen. Bringt mir aber nichts, weil er so übel weit von der Bude entfernt ist. Das lohnt sich absolut nicht. Da, genau das meine ich. Das gibt so ein bisschen Cash. Ich habe noch nicht genug, ne? Ja, mir fehlen noch drei, okay. Komm, 3 Euro. Habt ihr mal 3 Euro hier? Komm, du raus, Jessica, ich weiß das doch. Ach, ich liebe den Regen, der gerade einfach nur da ist. Wunderschön entspannt. Ah, perfekt, komm her, gib her. Oh, das ist eine richtige Goldgrube hier. Ich meine, ihr habt Katapult auf der Bude stehen, aber mein Gott. Muss man Abstriche machen können. So. Ich brauche als nächstes noch einen mit einer Scissor. Ich sag dir, das ist jetzt Schere, ich Vollidiot. Hier noch ein bisschen Geld. Kein Geld hier, ey, was ist da los? Wie soll ich jetzt 3 Stunden aufnehmen, aber so viel hält meine Festplatte, glaube ich, gar nicht aus. Hallo. Komm mal ganz schnell in meine Bude. Weil wenn ich morgen Geld kriege, obwohl ich könnte den Händler fragen. Ich könnte es riskieren und den Händler fragen. Ich könnte es aber auch sein lassen. Weil nachher habe ich wieder 4 Hämmer und dann sind meine nächsten 4 Leute am Arsch. Und ich brauche es einfach nicht. Hallo. Ach, die gehen nachts hier rein in die Bude, ne? Ja, können sie von mir aus ruhig tun, solange sie mir am Tag Geld bringen. Ja, Freunde, Katapult war ein bisschen kacke.
shit. Jawohl, aber richtig gut erledigt. So, ihr repariert das. Ich brauche mehr Bogenschützen. Oh! Schön, dass sie auch mal kommen! Ich brauche mehr Bogenschützen. Like, seriously. Wieso geht ihr beide eigentlich nicht in die Farm? Habt ihr nichts zu tun? Sagt mir nicht, es können nur zwei Leute gleichzeitig in die Farm, weil dann brauche ich sowieso keine von den Typen mehr. So, ich werde jetzt... Das sind fünf. Ihr habt kein Geld, ne? Dachte ich mir. So, den Tag machen wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, wir versuchen mal bis Tag 10 zu kommen. Für dich habe ich noch Geld und der Rest ist einfach jetzt mal so ein Risikospiel mit dem Händler. Wieso bist du? Warst du nicht vorher schwarz? Wenn du das aufhebst, ne? Boah, ich schwör's dir. So, jetzt ist wieder so ein Risikospiel und ich bin mir ja vollkommen... Ihr könnt ja wetten, warte, in die Bude kommt. Ich meine, ihr seht es sowieso gleich, aber ihr könnt ja mal innerlich sagen, so... Boah, ich glaube, der gibt dem wieder Hämmer. So, ich muss meine Dödel verstärken hier. Komm ich nicht drum rum. Wieso dödelt ihr jetzt eigentlich hier hin? Oder seid ihr einfach nach Hause gegangen? Der Wachturm bringt mir hier nichts. Absolut nicht. Wäre fast schon intelligenter, hier nochmal einen Posten hinzumachen, damit die nicht sofort die Farm angreifen können. Und genau das werde ich nämlich jetzt auch mal tun. Ich halte das für eine intelligente Idee. Hier könnte ich eine Farm hinbauen, dann würde ich aber meine Barrikade erst da hinten aufrüsten. Wäre eine Sache für die nächsten zwei Tage, glaube ich. Wenn du schon mal da bist, machen wir direkt hier weiter. Ich brauche stärkere Wände. Das heißt, ich würde gerne mein Kingdom jetzt direkt erweitern. Für stärkere Wände. Weil so langsam reicht das nicht mehr, das hält nicht mehr. Aber dafür brauche ich 7, glaube ich. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Faktzeichen. Händler, du bist eine Fotze! Ich hasse dich. Ich hasse dich wie die Pest, weißt du das? Du bist das letzte Stück Scheiße. Fick dich einfach, Händler. Fick dich. Ich konnte mich jetzt nicht drum rum, hier einen Bogen bauen zu müssen, weil ich brauche mehr Leute. Ich brauche vor allen Dingen mal Leute, die was hinkriegen hier. Aber gut. Wenn ich schon mal da bin. Die Hämmer gehen ja nicht von alleine weg. Ey, ohne Scheiß! Von 4 Mal, wo ich den Händler jetzt geholt habe, hat er mir 3 Mal Hämmer gemacht und 1 Mal Sensen. Wieso kann ich die nicht verkaufen, ey? Ich meine, gut, dann könnte ich den Händler exploiten, ich weiß, aber... Es nervt ein bisschen. Wieso tötet keiner die Hasen, die hier sind? Hast du Geld? Ja, das war ja ertragreich. Hast du Geld? Das war ja schon ertragreicher. Oh, danke. Zu Freunden, habt ihr irgendwas an Geld? Irgendwas, ich nehme alles. Ich nehme auch ausländische Währung, ist okay. Ich guck mal, ob ich damit meine Bude schon aufrüsten kann. Verpisst ihr euch jetzt wieder da rein? Ihr Sackgesichter, ey. Ihr seid mein Haufen Arschlöcher. Wahnsinn. So, ich will die Folge eigentlich nicht über eine Stunde machen, aber ich will den Tag auf jeden Fall noch erleben. So. Ich gucke, was meine Bude aufrüsten kostet. Kann ich gar nicht. Shit. Okay. Dann möchte ich mir gerade mal rechts angucken, wie das denn jetzt hier so mit der Verteidigung aussieht. Und ich möchte eigentlich den Wachturm erneuern. Mir fehlt aber ein Goldstück. Denn niemand von euch eins. Ich will den Wachturm hier rechts ein bisschen erneuern. Das Gefühl, dass die links auch einen Wachturm gebrauchen könnten. Aber ich brauche ein bisschen mehr Geld, um da links weiter zu expandieren. Weil das ist schon okay hier. Ey, wenn du die Barrikade jetzt nicht reparierst, ne? Du Dreckspesser! Ich will auf jeden Fall links erweitern. Da kann ich nämlich noch eine zweite Farm machen. Ich habe da hinten ja nämlich Sensentypen. Das machen wir jetzt direkt. Das machen wir in diesem Run noch. Den Tag 10 erleben wir noch. Da kann ich nämlich sagen, okay, hey, Tag 10 ist geschafft. Ist ja quasi wie 16 Tage. Erster Part 6 Tage, zweiter Part 16. Ich werde es einfach jetzt mal hinkriegen. Dann würde ich nämlich fast sagen, dass wenn ich es schaffe, ich pro Part 10 Tage mache. Und dann sind wir in Part 7 auch so weit wie Lisa, falls ich nicht zwischendurch wieder so eine Scheiße baue. Aber mir geht es jetzt auch eher darum... Boah, friss einfach. Da ist kein Gras. Boah. Ricky, du gehst mir auf die Eier, ne? Wahnsinn, friss jetzt.
Ich habe genug Geld, um es zu schaffen. Und das mache ich jetzt auch. Gib her. Danke. Habt ihr noch was Geld? Nee. Sehr gut. Sehr gut. So. Das habt ihr repariert. Finde ich gut. Wir haben genug Geld. Ich möchte jetzt direkt erweitern. Wenn wir schon mal hier sind. Boah, ich bin zu doof dafür, ne? Der Baum kommt weg. Der Baum kommt weg. Der Baum kommt weg. Sobald die Bäume weg sind, mache ich nämlich hier direkt die fette Barrikade. Ziehen wir mir das hier hoch. Und dann kann ich hier direkt noch eine zweite Dings hier hinpflanzen. Wenn meine Baumeister mal ein bisschen Gas geben würden. Kommt schon, Freunde. Weil dann habe ich nämlich auch einen Wachturm, der ein bisschen mehr Sinn macht. Zumindest könnte ich da ein paar drauf stationieren, wenn das hilft. Ich mache den auf jeden Fall so hoch, dass er eigene drauf sein kann und gucke mir, dass ein anderer Turm bringt. So. Wenn ihr jetzt schon mal direkt hier seid. Wieso kann ich hier keine Farm bauen? Wie kann ich ja mein Gelände erweitern? Das muss doch hier irgendwo gehen, oder nicht? Macht mal hier bitte. Wo war denn der Erweiterungsdödel? War der weit links? Weil den würde ich jetzt doch schon mal gerne. Aber ohne Rennen, ohne Rennen. War das hier? War das hier? Ich weiß es nicht. Das will ich auf jeden Fall heute noch rausfinden. Ja, dass ihr beide hier seid, weiß ich. Könnt ihr schon mal rübergehen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich muss laufen. Ich komme da nicht drum rum. Ja, die könnt ihr ruhig überfallen, wenn ihr mich dafür in Ruhe lasst. Die 3 Gold ist es mir wert, dafür ungeschoren davon zu kommen. Friss Gras. Bitte friss. Bitte friss. Bitte friss und beeil dich. Freunde, ihr könnt gerne mal reinlaufen. Fuck this shit, I'm out. Wieso greifen die denn über Tag an? Ich verstehe das nicht. Wow! Boah, was ist denn da los? Wieder roter Mond oder was? Farm, Leute, es tut mir echt leid. Ihr habt mir so viel Geld gegeben. Shit. Shit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Baumeister, ich weiß, du kannst das schaffen. Wir rennen einfach rein, lässt sich umbringen. Nix war am Hut, der Junge. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Bogenschützen. Wow. Hilfe. Ich hab das zum ersten Mal in meinem Leben die Taschen voller Geld, ne? Okay, den Bogen klaut einfach ab, haut die Schanze. Ja, die Hämmer konnte klauen, die brauche ich nicht. War's das? Was seid ihr denn? Was ist mit euch kaputt? Guck mal, da steht Tag 11, jetzt verpiss dich! Was ist bei dir nicht richtig, Junge? Aua! Alter, wie viel könnt ihr denn aufsaugen? Leck mich am Arsch, Junge, ey. Fick dich! Fick dich, fick dich, fick dich! Fucking hell! Also ich gucke jetzt einfach mal. Na gut, ich muss die Leute auch alle beschäftigen. So, einige Bögen haben wir jetzt. Ich brauche vermutlich neue Leute hiervon. Fuck this, man. Ich brauche vermutlich 1-2 neue Hämmer. Dass sie mir die Hämmer geklaut haben, ist mir ja sowas von scheißegal. Aber diese fliegenden Viecher machen mir jetzt echt Sorgen. So. Ich habe aber lustigerweise genug Geld, um den Dödel hier wieder aufzubauen. Klar, hier sind ein paar Leute gestorben, buhu. Aber, ich glaube, mit genug Baumeistern kriege ich das hier wieder hin. Ich muss gerade ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben. Ansonsten vergesse ich das nächste Woche, wenn ich den nächsten Part aufnehme, wieder hier, ey.
Dieser Drecksblutmond, leck mich am Arsch. Ich brauche mehr davon. Ich brauche mehr davon. Ich brauche mehr davon. So, du gehst jetzt das holen und du gehst jetzt hiervon einholen. Dann passt das nämlich. Und ich kann hinten schon mal die Barrikade errichten, wenn Baumeister mal sich begnügt, da mal hinzugehen, das mal zu erledigen. Sehr gut. Danke. Dann kann ich nämlich auch direkt schon mal beide jetzt hier machen, weil das wäre mir nämlich eigentlich auch ganz recht, wenn ich ehrlich bin. Ich verstehe aber nicht, warum ich jetzt hier nicht erweitern kann. Ach, geht doch! Ja, macht mal, dass ihr wieder reinkommt, Freunde. Ich habe Arbeit für euch. Okay, okay, es funktioniert also. Es geht, es geht. Es muss nur, es dauert nur ein bisschen anscheinend. Das hat mich jetzt so ziemlich alles Geld gekostet, was ich hatte. Okay. Höhere Wände kann ich anscheinend jetzt noch nicht machen. Ich könnte überlegen, jetzt hier zu erweitern, aber nachher werden wieder nur meine Baumeister gefickt und ich will jetzt eigentlich nicht so weit haben. Aber, um jetzt einfach mal den Part vielleicht hier enden zu lassen. Als nächstes, auch wenn wir ein bisschen gefickt wurden, haben wir jetzt alles wieder repariert. Wir zimmern hier eine Mauer hin, zimmern hier einen Wachturm hin, machen hier noch ein Feld, holen uns zwei Leute und wir haben ja jetzt hier schon so ein bisschen was. Und ich werde mir jetzt auch von der Kohle direkt nochmal zwei Bogenschützen holen gehen. Denn Farmer haben wir und ich glaube, dass ich morgen genug Geld für diese Expansion habe. Ich glaube, ich habe zwei von denen. Ich habe auf jeden Fall zwei Sensen dahingestellt. Gucken wir mal, ob beide weg sind. Ich brauche wieder Bogenschützen. Ne, eine ist noch da. So, das letzte, was ich jetzt mache, ist, ich gehe mir jetzt hinten zwei Dödel holen. Wenn die Typiste noch nicht da sind. So, der eine holt sich Sense, der andere holt sich einen Bogen, hoffentlich. Lustigerweise ist meine rechte Flanke voll super. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht sogar wirklich am Wachturm. Ich kann es echt nicht sagen. Würde mich aber jetzt mal todes interessieren. Und, ich möchte diese linke Verteidigung jetzt bauen. Ich möchte die Nacht überleben und die linke Verteidigung dahin bauen. Weil der Tag ist jetzt angebrochen. Ist mir scheißegal, wenn ich jetzt Überteil mache. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Einfach ganz in Ruhe und fresh ist einfach mal an zwei Tagen gucken. Aber, ich brauche das jetzt für mich seelisch. Einfach, um das Gefühl zu haben, nicht voll verkackt zu haben gerade. Dachte mir so, ja komm, gehst du rein, machst du richtig gut. Geh mal da weg, ich will gucken, ob wir noch einen Bogen haben. Geh doch mal da weg jetzt! Pferd, bedien dich. Ich kann eigentlich jedes Geld gebrauchen, aber ich kann auch jeden Bogenschützen gebrauchen. Von daher einen holen wir uns einfach mal jetzt. Ich habe ja sowieso noch einen Sensentypen, der jetzt hier rumdödelt, als wenn er nichts von dem Hut hätte. Und sobald die Mucke losgeht, gehe ich nach rechts und hole mir Geld. Denn meine Baumeister haben einiges zu bauen jetzt. Oder mein einer Baumeister auf jeden Fall. Gibt alle kein Geld, ne? So. Das sagt, dass wir wieder Geld haben. Und das sagt meinen Baumeistern, dass sie bauen sollen. So, du gehst jetzt dahin. Monatslohn ist wieder angekommen. Ja, ist okay, damit kann ich arbeiten. Aber ich will halt, das, was ich halt eben glaube, auch was es einfach später wichtig ist, ist einfach, dass man sich ein Königreich aufbaut, was halt von der Kohle her in Ordnung ist. Heißt, dass ich keine Angst haben muss jetzt, sehr gut. Dass ich keine Angst haben muss, in den Popo gefickt zu werden, wenn ich kein Geld habe, sondern einfach habe, okay, ich habe Geld, ich brauche den, dass ich im Endeffekt eher gucken muss, okay, wie kriege ich schnellstmöglich Leute, anstatt wie bezahle ich schnellstmöglich Leute, wisst ihr, was ich meine? Denn ich glaube, dass diese Farmen hier einem doch schon gut den Arsch retten können. Ich glaube, hier kann ich sogar einen Wachturm aufbauen. Das bringt mir aber einfach hier nichts. Pferd, friss. Ich brauche deine Energie jetzt. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Denn ich brauche Baumeister. Endlich mal. Danke. Ich könnte jetzt wieder zum Händler gehen. Aber ich habe aktuell lieber direkten Einfluss darauf, was ich meine Leute nehmen an Waffen. Hast du Geld? Nee, ist nicht. Alles klar. So, wie sieht's denn hier hinten aus? Also langsam kommt die Nacht wieder. Ja, ihr könnt gern nochmal hier ein bisschen aufrüsten, wenn ihr gerade schon dabei seid, weil ich habe jetzt hier irgendwie da so dezent keine Lust drauf. Ich hätte jetzt ganz gerne den hier und den hier erweitert.
Jetzt brauche ich aber noch mehr Bogenschützen. Aus folgendem Grund, meine Freunde. Ich will eine Wand haben, wo meine ganzen allgemeinen Bogenschützen hin sind. Sollte diese Wand eingefallen sein, möchte ich mir die Option freihalten, noch eine zweite Wand dazu haben mit einem Wachturm. Wo die auch nochmal hängen. Nicht, dass sobald eine Wand durch ist, die sofort sagen, jo, Schlaraffenland. So, ich hoffe, dass einer von euch mir jetzt noch einen Euro gibt. Dann rekrutiere ich... Ist da noch einer? Nee, aber meine Jäger denken sich, oh, ich glaube, ich komme jetzt auch mal so... Es ist unangenehm, regnet so ein bisschen. So. Wenn wir den Tag geschafft haben und Tag 12 angebrochen ist, höre ich aber jetzt definitiv auf. Ich bin schon wesentlich in der Überzeit. Aber ich konnte es mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren. Ich wollte das fertig haben. So. Das sieht doch schon fast nach was aus. Wenn meine Bogenschützen das auch eigentlich mal machen würden. Boah, ich hasse euch so sehr, ne? Ich muss mein Geld verteidigen. Okay, klaut so viel ihr wollt, das ist mir scheißegal. Ach, ihr seid meine Leute, oder? Bist du nicht? Nee, bist du nicht. Tatsache, so. Die waren noch nicht vorgerückt, da kamen die Gegner schon an. Deswegen muss ich mir jetzt noch mehr Bögen kaufen. Lauf, 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 lauf. So, Baumeister. Von mir aus zwei. Gold. Von mir aus alles. Ich weiß nicht, ob ich Sensenleute brauche. Ich mache jetzt einfach mal eine. Was ist mit dir los? Was hängst du da so von der Mauer? Du darfst reinkommen. Wo auch immer ich gerade das Geld reingepumpt habe. Keine Ahnung. So. Wir haben Bögen, wir haben Baumeister. Danke, nehme ich gerne. Ich höre gleich auf. Das ist so eine Sucht, ey. Ja, gepair, danke. Ich habe das Gefühl, dass das meine... Okay, ich habe zwei Sensenmeister. Sehr gut, die erweitern noch die Felder hier. Was ich richtig knorke finde. Pferd, ich habe ja leider kein Gras, das du fressen kannst. Tut mir echt leid, deswegen müssen wir jetzt gerade hier so Slow-Mo machen. Okay. Die Barrikaden haben sie leider komplett überrollt. Das ändern wir aber. Hier ist noch einer, ey. Hier könnte man sich echt gut was aufbauen, aber ich muss einfach dann dahinter hängen. Ich brauche vor allen Dingen mehr Leute. Deswegen reite ich jetzt gerade mal ganz schnell aus. Hol mir einmal hier den Joffrey und einmal hier den anderen Dödel, der mal sein Geld so langsam einsammeln sollte. Und danach baue ich die Farm. Ich glaube, ich baue die Farm jetzt. Ich weiß es nicht. Obwohl, ich sollte lieber Bögen kaufen und ein bisschen meine Verteidigung aufrüsten. Damit ich nicht schon wieder immer überrannt werde und mir eine Farm aufbaue, die im Endeffekt wieder gefickt wird. Das bringt mir dann wirklich null. Ich könnte hier auch schon eine Farm bauen. Wie dumm. Warum sollte ich das tun? Baumeister! Ist nicht so gut, weil meine Verteidigung hier nicht steht! Ja gut, da kommen auf jeden Fall schon mal zwei. Das finde ich sehr zufriedenstellend. Was sagt meine Farm? Meine Farm sagt... Drei Leute dödeln da gerade schon rum, deswegen werde ich jetzt einfach mal eine... Wow, was ist da los? Deswegen werde ich da jetzt einfach mal noch eine vierte aufstellen. Was ist los? Ich mag das Geräusch gerade gar nicht. Absolut nicht. Sind da rechts eigentlich noch Dödel jetzt wieder gekommen? Mittlerweile. Kann ich hier Wachturm erweitern? Mache ich jetzt auch. Ich habe keinen Bock, dass jetzt rechts alles einbricht. Jawohl, hier sind Dödel. Hallo Dödel, 1, Dödel 2. Ihr kriegt alle mal Geld jetzt. Und dann geht's auch schon zurück. Okay. Ich hätte gerne trotzdem noch einen Baumeister. Einfach um ihn zu haben. Ich kann nicht aufhören zu spielen gerade. Ihr bemerkt das suchtmachende Potenzial. Boah. Ich sag doch, Farm ist Goldgrube. Shit! Wollt ihr mich verarschen? Es ist genau wieder das scheiß selbe Problem, dass meine Bogenschützen nicht hinterherkommen.
flehe euch an. Bitte macht sie kaputt. Okay, damit kann ich leben. Ist gut. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Damit kann ich arbeiten. Gut, du hast deinen Scheiß direkt schon wieder aufgesammelt. Perfekt. Das ist alles volle Möhre in Ordnung. Wie sieht's mit dir aus? Wie sieht's mit dir aus? Du hast schon Geld. Okay, Herr Baumeister. Okay, alles klar. Gut. Machen wir noch 3 Minuten. Ich will auf jeden Fall das jetzt so mal fertig kriegen. Warum immer die Dödel da hinlaufen, ey, ich verstehe das nicht. So. Ich brauche Bögen und zwar nicht zu wenig. Ich brauche auch Hämmer. So, du kriegst einen Hammer. Der Nobel ist Hammer! Ich merke, ich bin einfach nur so jetzt gerade voll immer konzentriert, deswegen will ich auch gar nicht so lange machen. Ich merke, ich anfange nur noch Kacke zu labern. Hier sind keine, doch hier sind noch neue Leute. Wieso sonst keiner mehr? Ich will die Säule erweitern, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, die war hier rechts irgendwo. Ah, danke. Nehme ich gerne. Geld unterwegs kann ich immer gebrauchen. Ich will jetzt nicht zu sehr laufen. Viel Spaß. Ich meine, das war hier irgendwo. Händler, du kommst mir gerade wie gerufen. Und du auch. So. Denn ich möchte jetzt meine scheiß Steinmauern erweitern. For fuck's sake. Das muss doch jetzt mal laufen. Freunde, rein mit euch. Aber sofort. Wie oft ich in den Arsch getreten wurde und einfach immer noch halbwegs überlebe, ey. Das ist echt so richtig schweißtreibend. Man denkt sich so, okay, hey, komm, noch so und so, noch so und so. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich habe. Der Händler kommt ja auch noch, von daher brauche ich mir hier nichts kaufen. Ich brauche aber einfach einen Baumeister für die Katapulte, damit das halbwegs hier in Ordnung geht. Okay. Wir haben links einen Katapult, wir haben rechts einen Katapult, bin ich mir zumindest fast sicher. Sensenmann. Ja, ihr habt Geld, finde ich gut. Ich würde nämlich fast sagen, dass ich jetzt anfange, hinten die Farm zu bauen. Weil guckt euch an, wie das Geld hier aussieht, ey. Ich muss da weiter rein investieren. Wie sieht das denn bei euch, Schätzkins, hier aus? Ich will das nicht erweitern, so. Ich brauche aber hier einfach mal de facto mehr Bogenschützen. Und ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt hieraus eine Baustelle zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber scheiß drauf. Wir haben, glaube ich, genug Bogenschützen, die auch schnell genug zurückkommen würden. Friss Gras! Ich will jetzt einfach nur mal, wir machen das Ganze jetzt einfach so. Ich, werde noch 10 Minuten spielen und dann mache ich daraus einfach 2 Parts. Machen wir es so. Das mit der Überlänge, was ich am Anfang der Episode dann vermutlich gesagt habe, ich versuche jetzt gerade hier halbwegs mal klarzukommen. Ich bin ja selber keine Ahnung. Weiß ich denn, ey? Ich bin Hannes. Ich weiß doch sowas nicht. So, wir haben Baumeister hier, die nichts zu erledigt kriegen. Na gut. Ich brauche auf jeden Fall mehr Sensentypis. Wenn ich hier hinten schon eine 2. Farm aufmache. Ich habe so das Gefühl, ich müsste mal warten, bis da hinten 2 auftauchen. Weil ich habe irgendwann mir nur einen geholt. Und das hat nicht so gut funktioniert. Ich würde ja sagen, ich erweitere die Scheiße jetzt hier. Aber das mache ich erst, wenn die hier alle tot sind. Weil das sieht hier nämlich eigentlich schon ganz formidabel aus. Ich würde mein Königreich lieber erweitern hier. Booyah, Motherfucker! Boah, Steinwände. Geil. Pornös. Denn das Geld, was ich jetzt hier kriege, damit werde ich die Steinwand rechts machen. In der puren Hoffnung, dass es auch eine Steinwand ist. Ja, das war dezent unepisch. Und ich hoffe, dass ich das links auch hinkriege. Aber die Steinwand hier sieht ja schon mal halbwegs dezent gut aus. Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Ist wirklich eine Steinwand. Was baust du denn hier auf? Du baust jetzt auch so eine Felsenwand auf. Das würde ich mir jetzt gerne mal anschauen, wenn ich ehrlich bin.
Aber ich muss es links aufbauen, ansonsten brauchen meine Handwerker nämlich ewig. Ich würde es mir gerne anschauen, ich habe aber keine Zeit dafür. Ich bin eine viel beschäftigte Königin und ich kann mir das nicht anschauen, Jeff. Und hör auf, dauernd bei meinem Vorgesetzten zu beschweren, der ich bin, aber egal. Ist hier irgendwas durchgebrochen? Ich würde jetzt einfach mal fast sagen, nein. Und da würde ich auch recht mit behalten. Das muss einfach jetzt gebaut werden. So. Okay, die Wand ist eingerissen worden. Ich scheiße jetzt auch einfach mal auf die Wand, weil ich die jetzt hier berserken werde. Ja. Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf. So, ist okay, ist okay. So, ihr dödelt den hier Kram weiter. Ich würde aber, wenn ich ganz ehrlich bin, gerne noch eine Mauer hier machen. Und zwar direkt vor den Dödeln hier. Damit die geschützt sind. Das heißt, ich bräuchte noch genau den Euro, brauche ich. Aber ich warte erst, bis meine Handwerker weitergemacht haben. Und ich brauche einfach mal dezent wieder mehr Leute. Deswegen werde ich jetzt einfach mal nach links reiten. Weil ich da hundertprozentig zwei Leute kriege, wisst ihr? Oh, Leute, macht hin, ich habe keine Zeit dafür. Ihr raubt mir echt jeden Nerv. Ja, wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr den Wachturm hier weiter. Habt nämlich wieder Respekt vor diesen Fliegeviechern hier. Friss Gras, Junge. Oh, brauchst du gar nicht, okay. Kein Thema, dann machen wir es so. Ja, ich brauche jetzt kein Geld. Das, was ich brauche, sind Männer. Boah, was? Mädel, wie viele Hirsche hast du umgebracht? Aber ich will jetzt nicht zu weit laufen und mir meine Energie einteilen. Hallo Hirsch, guck mich nicht so blöd an. Eins, zwei. Und wir laufen wieder zurück. Ab jetzt so ungefähr. Ich brauche nämlich auch mehr Bogenschützen. Ich brauche immer mehr Bogenschützen. Immer. Immer. Komm ich gar nicht drum rum. Immer. Kann ich eigentlich meine Homebase weit nochmal erweitern? Weil das wäre auch dezent geil. Wir haben jetzt hier schon Steinmauern. Fickt euch. Mach einfach. Das ist schon dezent gut hier, ey. Ja, genau den Scheiß habe ich mir nämlich gedacht. Blutmond. Wir werden rausfinden, ob ich verkacke oder nicht. Jo, 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 jo. Laufen, 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 laufen. Meine zweite Farm ist auf jeden Fall noch hier. Wir werden es gleich rausfinden, ob ich verkackt habe oder nicht. Seid ihr auch so gespannt, wie ich nicht bin? Hört ihr diesen Klang? Das ist der Klang von, ich hab voll verschissen. Das ist der Klang von, leck mich am Arsch, ich hab keinen Bock mehr. Ich laufe jetzt noch in die Bude und gucke jetzt einfach mal, was ich hier erweitern kann. Kann ich hier noch was erweitern? Jawohl. Vielleicht hilft's mir in irgendeiner Form. Ich verstehe aber auch nicht, warum rechts alles in Ordnung ist. Die voll am Chillen sind. Und links, da wo ich immer am Erweitern bin, ich sofort in den Arsch gedödelt werde. Was kann ich denn hier machen? Okay. Könntet ihr aufhören, meine Bevölkerung zu fressen? Nein, die haben so wieder alles durchgewedelt, ey. Ich muss erst wieder meine Leute zurück in die Bude kriegen. Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Du kommst mit. Dich kann ich auch noch mitnehmen und dich kann ich auch noch mitnehmen. Der Rest war's das leider. Ihr Fotzen. Fuck, 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 fuck. Ich müsste eigentlich rechts eine Farm bauen, weil ich kann mich nicht immer darauf verlassen, dass es links funktioniert. Aber das allererste, was ich machen muss, ist einfach mal links Leute hinschicken. Ja, ein Gold, vielen Dank. Voll toll. Okay. Warum auch immer ich jetzt noch mehr hier bezahlen kann. Ich brauche mehr Geld. Bitte sagt mir, dass irgendwer von euch irgendwie jedes bisschen hilft. Boah, ich hasse euch ja, ne? Boah, ich habe das Gefühl, dass ich dauernd nur irgendwie hier Kacke am Dampfen habe. Ich bin niedergeschlagen, ich bin wieder hoch. Ich bin der Underdog quasi hier, ey.
Okay, mein Baumeister läuft auf jeden Fall schon mal in die Richtung. Ich muss jetzt einfach Verteidigung wieder aufbauen. Da komme ich einfach nicht drum rum. Deswegen, was kostet mich hier die Verteidigungswiederaufbauung? 2. Das schon mal gut. Das heißt, die Erweiterung kostet mich ein bisschen was, aber das Wiederaufbauen kostet mich wenig. Was mich so ein bisschen abfuckt, ist, ich habe jetzt wieder mal keine Sensen, Leute. Und das ist ein bisschen scheiße, wenn ich kein Geld habe. Nein! Fett! Hätte ich vielleicht vorher haben sollen. Aber nichtsdestotrotz, geile Kiste. Was denn bei euch? Wieso habt ihr jetzt auf einmal orange Sachen an? Die wollen sich einfach farblich an die Königin anpassen. Scheiß Blutmond, ey. Ich krieg schon einen Anfall hier. Immerhin Tag 15. Und ich hab Ritter. Ich glaube, ich letztes Mal nicht. Und ich weiß, wie die Farm funktioniert. Wo ist letztes Mal nicht? Von daher übrigens, sorry, da ich es ja jetzt in zwei Parts vermutlich schneide, dass es an Part 2 kein Outro gab und in Part 3 jetzt gleich ein Outro kommt. Aber wie gesagt, ich wollte erstmal aufnehmen und dann habe ich Bock gehabt und weitergemacht und so. Und auf einmal waren es halt mehr. Okay, gut. Meine Bogenschützen da hinten bringen mir eigentlich relativ wenig auf diesem Ausguck. Ich hoffe, mein Ritter ist unterwegs. Ja. Ich brauche links mehr Bogenschützen. Ich komme nicht über die Nacht mit einem Ritter. Okay, 2 Elite-Bogenschützen gehen da schon mal hin. Ein Sither-Typ, nochmal einer. Ich hoffe, dass die sich intelligent verteilen. Auf jeden Fall sieht das Königreich schon mal besser aus, als das, was ich letztens hatte. Gott sei Dank. Oh, es fängt ja hier richtig an zu regnen. Richtig geil. Wahnsinn. Der Escher Zupper. Was ist mit Pferd wieder am Stöhnen? Ist wie so ein Pornodarsteller. Ricky, Mann, hör doch mal auf jetzt! Oh, bitte. Wo ist meine Verteidigung? Kann hier einer mal die ganzen Hasen abschlachten? Wo ist meine Verteidigung? Die Damen, wenn sie mal ihr Schwätzchen beenden könnten und mal bitte zur Verteidigung antreten. Tag 17 sogar schon, wow. Das heißt, ich habe ja echt Fortschritte gemacht, so ein bisschen zumindest. Wahnsinn! Ich hoffe, dass meine Platte jetzt nicht voll ist. Herr Ritter, können Sie die Häschen nicht einfach aufspießen oder sowas? Ich brauche Geld, ey. Ich habe gar kein Geld. Meine Bogenschützen sind alle unfähig, wie ich gemerkt habe. Ich habe das Gefühl, dass gerade am Anfang es am meisten Sinn macht, wegen dieser, also einfach in den Wald da zu roden, sage ich einfach mal, von den ganzen Viechern. Aber im Endeffekt muss man einfach auf Farm umsteigen. Da kommt man absolut nicht drum rum. Habe ich zumindest das Gefühl. Hier rechts alles Fritte bei euch. Ich meine, ihr habt ja jetzt ein paar Bogenschützen. Auch in einem anderen Outfit mal. Und Top-Ritter hier. Und ich könnte die Wand nochmal erweitern. Aber das kostet so viel, dass ich dafür meine Krone verkaufen müsste. Dann wäre das Spiel wieder vorbei. Von daher. Boah, ihr seid gnädig ohne Ende. Ein ganzes Goldstück nur für mich alleine. Ich pack das nicht. Habe ich eigentlich, wenn ich jetzt gerade schon mal hier bin? Ich habe keine Hämmer, ich habe keine Bögen. Ich habe eine Sichel, deswegen werde ich mir jetzt mal einen Typen holen, der hier direkt hier um die Ecke ist. Kollege, hier, viel Spaß damit. Überlegen. Ich muss die Mauern erweitern. Das geht relativ kostenintensiv, aber es ist es, glaube ich, wert. Vor allem, da ich da noch einen Ritter habe, der... Ich weiß gar nicht, wann er angreift. Ist hier irgendeiner von euch, der irgendwie mir mal Geld schuldet oder so? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber ich lasse es einfach mal jetzt so. Wir sind todesarm, wir haben jetzt ein bisschen was an Verteidigung aufgebaut, die dauernd wieder durchgewurdelt wird. Ich habe, lustigerweise, muss ich das hier eigentlich jetzt hier deklarieren oder warum? Oder kommt hier auch mal irgendwann jemand? Und, oh, da kommt mal einer und arbeitet. Das ist ja richtig Zupper. Haben wir eigentlich hier noch... Ah, da kommt noch einer, der arbeitet. Es scheint voranzugehen. Wir haben es hier wunderschön. Ich kann sogar noch einen Ritter machen. Leck mich am Arsch, wenn ich das Geld dazu hätte. Und von daher, sag ich mal, das war Kingdom Part Nummer 3. Meine Tastatur gibt gerade wieder mal voll im Büro den Geist auf. Von daher kann ich jetzt gerade sowieso nicht weiterspielen. Oh, außer stehen bleiben, weil das auf links gedriftet ist. Aha. Und von daher, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Mein Name ist Andy, das war Kingdom und bis Part 4, wo wir hoffentlich mal ein bisschen was geschafft kriegen. Ciao, ciao!